Videospiel-Easter Eggs sind nicht immer albern oder lustig. Manche können auch wehtun, weil sie uns traurig stimmen. Wir haben einige versteckte Details und Szenen aus Spielen herausgesucht, die uns mitten ins Herz treffen. Jedes der Spiele aus diesem Video findet ihr auch bei Instant Gaming. Wenn ihr dem Link in der Videobeschreibung folgt, landet ihr direkt auf der Hauptseite von Instant Gaming. Mit vielen neuen Spielen oder Klassikern, die ihr günstiger bekommt. Mit bis zu 43% Rabatt. Einfach Code eingeben, runterladen und ihr könnt sofort loslegen mit eurem neuen Spiel. Und das vor allem sicher. Und jetzt wappnet euch innerlich. Wir starten mit herzzerreißenden Easter Eggs in Games. Get the treat, treat boy. Life is Strange ist ein Graphic-Adventure, in dem du immer wieder Entscheidungen treffen musst, die den Spielverlauf beeinflussen. Dass es dir das Herz brechen kann, wenn sich eine deiner Entscheidungen als falsch herausstellt, erlebst du in dieser Szene auf dem Parkplatz, wenn du mit Pompidou, dem kleinen Hund, spielst. Du hast die Möglichkeit, das Spielzeug Richtung Straße oder auf die andere Parkplatzseite zu werfen. Und wenn du nicht nachdenkst, dann kannst du nur noch hilflos zusehen, wie Pompidou mitten auf die Straße rennt, auf der gerade ein fetter Truck heranrollt. Max will nach dem Hund sehen, vermutet aber schon das Schlimmste. Der Truck ist zum Stehen gekommen und dafür kann es nur einen plausiblen Grund geben. Pompidou wurde überfahren. Zum Glück hat Max die Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen und diesmal entscheidet sie sich dafür, das Spielzeug in die Richtung zu werfen, in der dem Hund kein Leid geschehen kann. Get the treat, treat boy. Ein eher kleines Easter Egg aus Battlefield 1 schafft es wie kaum ein anderes, das unvorstellbare Leid des Krieges zu zeigen, das uns sonst verborgen bleibt. In einem der zerstörten Häuser ist hinter den Mauern Weinen zu hören. Wenn wir uns vor die Tür stellen, hören wir nicht nur ein Baby schreien, sondern auch den verzweifelten und ängstlichen Versuch der Mutter, das Kind zu beruhigen und es zum Verstummen zu bringen. Wir kommen nicht rein und niemand öffnet uns. Es ist schwer vorstellbar, wie sich Mutter und Kind in den Ruinen des Gebäudes fühlen müssen. In Spider-Man für PS4 hat Peter nicht nur seinen geliebten Onkel Ben verloren, sondern auch seine Tante May. Die hat sich heldenhaft geopfert und mit ihrem Tod die Stadt gerettet. Peter kann beide Gräber auf dem Friedhof finden und sich dort von seinen geliebten Großeltern verabschieden, die wie Eltern für ihn waren. Das Friedvolle an dieser Szene ist, dass beide nun wieder vereint sind. Die Geschichte von Batman ist weitläufig bekannt. Bruce verlor als Kind bei einem Überfall seine Eltern, die von Gangstern kaltblütig ermordet wurden. Batman kann in Arkham City, genau die Straße, in der das geschehen ist, wieder besuchen. All die Erinnerungen tauchen in der Crime Alley wieder auf. Eine Rose liegt auf dem Boden und daneben sind mit Kreide die Umrisse seiner toten Eltern gezeichnet. Batman sinkt auf die Knie und erlebt die schrecklichen Momente im Geiste erneut. Eine der deprimierendsten und traurigsten Szenen in Arkham City. Die Geschichte von Bobby ist mehr als 100 Jahre alt. Sie erzählt von einem kleinen Terrier aus Edinburgh, der bis heute der Inbegriff von Treue und bedingungsloser Liebe ist. Bobby war seinem Herrchen Greyfriar treu bis über den Tod hinaus. Selbst am Grab ließ sich der kleine Terrier nicht verscheuchen. Er wollte am Sarg seines toten Herrchens wachen. Tag für Tag besuchte der Hund sein Herrchen, 14 Jahre lang, bis er selbst starb. Er ist der einzige Hund, der auf dem Friedhof in Edinburgh neben seinem Herrchen begraben ist. In GTA 5 ist ein Easter Egg in Anlehnung an Bobby zu finden. Du kannst ihm zusehen, wie er sein Herrchen auf dem Friedhof besucht und bleibt, bis die Sonne untergegangen ist. Jeder, der ein geliebtes Haustier zu Hause hat, bleibt von der Geschichte um Bobby und sein Herrchen nicht unberührt. Es ist tröstlich zu wissen, dass auch Tiere um ihre Lieben trauern. Bobby hat es als Easter Egg auch in Red Dead Redemption 2 geschafft. Auf dem Friedhof in Saint-Denis findest du ein Hündchen, das an einem Grab wacht. Es ist alt und struppig. Wahrscheinlich hat es sein Herrchen überlebt und kommt an diesen Ort, um wie ein Mensch zu trauern. Wenn wir uns neben ihn knien, schaut er kaum in unsere Richtung. Er schaut sehnsüchtig auf das Grab, als ob er auf die Rückkehr seines Herrchens warten würde. Ah.
Играем, пацаны. Etwas Wunderschönes haben sich die Entwickler von Sea of Thieves ausgedacht, um einen ihrer verstorbenen Kollegen zu gedenken. Sie widmeten James White ein Easter Egg, das man erst aktivieren muss und für das man insgesamt 8 Spieler braucht. Du hörst von einem Pirat namens Glitterbeard und das war der Spitzname des Entwicklers im Team von Rare. An einer Stelle im Spiel steht ein Baum mit leuchtenden Flaschenkerzen. Wenn die Sonne untergeht, muss jeder ein Musikinstrument spielen und ein schönes Lied beginnt. Eines der aufwendigsten, liebevollsten und rührendsten Gedenken in allen Videospielen. Hey, du! Sei bellissima! Gibt es was Schlimmeres, als zusehen zu müssen, wie einem der geliebte Partner vor den eigenen Augen ausgespannt wird? In Hitman Sapienza kannst du die Geschichte um eine verlorene Liebe live miterleben. Ein fremder Mann drängt sich in dieser Szene zwischen das Pärchen und bittet um ein Foto mit der hübschen Frau. Er macht ihr Avancen und flirtet heftig, als wenn ihr Verlobter gar nicht anwesend wäre. Etwas später findet 47 den Mann in der Nähe des Hafens. Er ist allein, ohne seine Partnerin und verzweifelt, weil er gerade die Liebe seines Lebens verloren hat. Wenn wir dem deprimierten Mann folgen, müssen wir mit ansehen, wie er sich ins Wasser stürzt und sofort untergeht. Die postapokalyptische Welt von Fallout 4 ist düster und gefährlich. Es ist klar, dass wir auch auf traurige Easter Eggs stoßen. In einem Bunker liegt ein Skelettpärchen, das anscheinend Arm in Arm gestorben ist. Als wenn das noch nicht genug wäre, finden wir im Raum nebenan 2 namenlose Gräber, auf denen ein Teddy und ein Baseballhandschuh liegen. Wir brauchen nicht viel Fantasie, um uns auszumalen, was hier Schreckliches passiert sein muss. In Apex Legends hat einer der Entwickler seinen Hund verewigt. Auf Twitter schrieb Jason McCord, dass ihn der Tod seines Hundes sehr mitgenommen hat. Sein Terrier starb, als Jason an der Entwicklung des Spiels arbeitete, und dieses Ereignis hinderte ihn fast daran, weiterzuarbeiten. Er fühlte sich vor Trauer wie gelähmt und musste sich oft zwingen, aufzustehen und den Tag zu beginnen. In einer verwinkelten Ecke im Spiel ist ein Stofftier in Form eines Terriers zu sehen, samt seiner Kuscheldecke und Fotos von Shady. Das hier ist ein kleines Andenken an einen Hund, der offensichtlich sehr geliebt wurde. Dieses Video schreit geradezu nach einer kleinen Auszeit mit einem Becher Kaffee und einer Kuscheleinheit mit unserem Büro-Wauzi. Wir schicken euch heute mal viel Liebe und eine virtuelle Umarmung. Danke fürs Zuschauen. Macht euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.